Servus Leute, hallo, wie geht's? Herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Wir ziehen einfach mal richtig viele Packs, so ungefähr 20, 30, 40 und dann gehen wir nochmal in die Weekend League rein. Mal gucken, ob wir hier wir ziehen ganz normal von links nach rechts, aber mal gucken, wollte ich gerade sagen, mal gucken, ob wir hier irgendeinen Premier League Tots ziehen, ne? Die Clean Packs, ja, kann man eigentlich gleich weiterdrücken. Ich denke mal, da wird ja nichts kommen. Eigentlich können wir alles weiterdrücken, es sei denn, oh, da wird ja nichts kommen. Da wird ja nichts kommen. Erstmal gleich Benzema gezogen. In so einem 81er Pick ist doch ja nicht so schlecht. Ich wollte gerade sagen, können wir endlich gleich weiter drücken. Wir lassen es einfach nur laufen, wenn wir hier irgendwas Blaues sehen oder so, ne? Aber erstmal gleich Benzema gezogen. Na klar, warum denn nicht? Aber viele Duplikate werden wir dann sicherlich auch wieder bei haben. Oh, 85er Pack. Ich habe auch ganz viele 80er Packs noch. Alter, was ist denn los? Geht doch schon los. Es geht doch schon los. Hier gleich im dritten Pack. Leute, gleich im dritten Pack. McAllister, jo. Okay. Ja. Ja, ist jetzt nicht der Beste. Wir können ja mal kurz gucken, was der so wert ist noch, ne? Oh, 78. Ja, ist jetzt 70, so 80, 70. Ist jetzt ja nicht so schlecht. Ist jetzt ja nicht so schlecht. Dann habe ich jetzt mittlerweile schon 8 gezogen. Zweimal tauschbar oder dreimal tauschbar schon. Enesri? Enesri? Ja, glaube ich, ne? Matsurawi. Ja, das freut mich natürlich. Gleich im dritten Pack hier was gezogen, was schön ist. Wie viele 80er Packs haben wir denn hier überhaupt? Ach du Scheiße, so viele. Und dennoch 81er? 81er hier hinten. Ja, ist egal. Wir ziehen von links nach rechts weg. Ist egal. Ist egal. Wir werden sicherlich dann auch irgendeine SPC noch irgendwie machen, wenn wir einen höherklassigen Spieler haben. Aber ansonsten, ja. 81er, wie gesagt, wenn ich welche zum Tauschen habe, tausche ich sie, aber ansonsten fliegen die auch weg, ne? Come on. Wegdrücken, immer wegdrücken. Aber noch, sind wir schon bei 100 eigentlich angekommen oder so? 103 noch, also jetzt noch 102, ne? Ich warte bloß wieder darauf, ja, dadurch, dass wir ja wieder ein Pack-Opening machen, ne? So wie ich es ja eigentlich immer sage. Ich warte bloß auf Parejo. Parejo, da freue ich mich schon wieder drauf. Den werde ich garantiert wieder mit Bayern hier irgendwo. Hundertprozentig. Ja, und diesmal richtig keine Player Picks, ne? Ich habe keine Player Picks, sonst mache ich ja eigentlich immer Player Picks vorher. Die 80er oder so, ne? Nee, aber dadurch, dass wir diesmal so viele Packs ziehen, hatte ich jetzt keinen Bock da noch welche zu machen. Oh, so viele Duplikate. Oh, jetzt sind wir bei 100 Packs angekommen, ja? Oder 99. 99 Packs noch, okay. Wir machen ja nicht alle auf, ne? Wie gesagt, nächste Woche kommt ja auch der Bulli. Der Bulli-Tots raus, ne? Da brauchen wir ja auch noch ein paar. Aber und den ganzen anderen Rest kann ich gar nicht gebrauchen. Ich glaube, wie gesagt, italienische Liga habe ich noch gar nicht gespielt, die letzten 2, 3 Jahre. Oh, ja, wie gesagt, waren jetzt 1-2 Walkouts bei gewesen. Das ist okay eigentlich, ja. Ist eigentlich okay. Und das in so eine Clean Packs, also ich bin jetzt sehr überrascht. Muss ich wirklich sagen. Ist eigentlich schade drum, ja, dass man dann die 82er und so immer wegschmeißt. Aber wenn immer bloß einer ist, dann bist du dann mit eben 82er. Ja. Brauchst du ja noch 10 andere, um irgendwas abzugeben. So, weiter geht's. Oh, ja, passt doch. Es passt doch, Leute. Es passt doch. Wen ziehen wir denn da spönet? Wen ziehen wir denn da spönet? Keating, ja, Heik auch schon. Ja, Keating Heik übrigens zweimal gezogen, zweimal tauschbar. Beide weggegangen für 28, einer für 28, einer für 29. Deswegen ist jetzt nicht schön. Habe ich nicht im Verein. Einwandfrei, passt gut. Ich kenne ja EA mittlerweile. EA mag mich ja und Parejo. Ne? So beide zusammen, das ist ein gutes Team. Also der kommt garantiert, ne? Und dann kann ich den ja irgendwo in der SPC reinhauen. Auf jeden Fall halte ich den noch im Verein. So, müssen ich jetzt irgendwann mal die 81er Packs starten. Ah, jetzt geht los. Und dann kommen auch gleich nachher 82, 83, 84, 84, 83 mal 10. Ja, ja, da kommt noch ein bisschen was. Ein bisschen kommt noch was. Aber wir haben jetzt eigentlich bei den Clean Packs, muss ich jetzt echt sagen, haben wir eigentlich gut gezogen. War jetzt nicht so kacke. Also das Hauptaugenmerk ist ja erstmal, dass wir hier Packs ziehen. Weekend League ist eigentlich erstmal nebensächlich für mich. Das ist einfach nur so, dass ich jetzt mal zum Rim komme, 2, 3 Spiele mache oder so. Von die 81 hatte ich aber, glaube ich, gar nicht so viel. Ne, jetzt kommt gleich 82. Fabio, ja. 86 mal 3, let's go. Und jetzt können wir es natürlich auch laufen lassen, ne? Jetzt können wir es natürlich auch laufen lassen. Wir wollen ja die Walkouts sehen jetzt. Dembele, Double Walkout. Ein bisschen höher wäre jetzt noch gut, ne? So 88, 89, come on. Hat ihr hört auf mich? Hat ihr hört auf mich, EA? Und bitte keine Duplikate.
Leute, was habe ich euch gesagt? Ich habe das genau gewusst. Ich habe das gewusst. So, wir gehen wieder nach hinten. Bei die schönen Packs hier. 86x3. Noch eins. Immer schön Doppel-Walkouts. Das wäre gut. Da war der Bronze. Ja. Double-Walkout wieder. Sehr schön, sehr schön. Oh, noch eine Frau. Zweimal Frauen, ja. Irene. Okay. Irene habe ich, glaube ich, noch. Ja, immer in den Tauschvorgänge. Kann ich euch nicht mehr sagen, ey. Bin ja mal Modric hier. Wieder ein Double Walkout, sehr schön. Ado habe ich auch noch im Verein, sehr schön. Und da kommt ja noch ein anderer Spieler. Unali, okay. Noch ein 86x3. Na klar, ich weiß ja nicht, wie viel ich davon gemacht habe. Ja, ist egal. Ist egal. Ist egal, da sind wir doch schon wieder. Da sind wir doch schon wieder am Start. Keating auf jeden Fall wieder. Oh, Bede. Rare, ja. Ja, ist egal, aber zwei. Zwei auf einmal, okay. Nicht schlecht. Und Ruben noch. Oh, stabile Pack. Das war mal ein richtig stabile Pack, muss man wirklich sagen. Ja, für so ein 86x3 Pack und alles hoch. Und dann müssen wir auch langsam mal jetzt noch ein bisschen spielen, ne? Wir müssen langsam noch ein bisschen spielen. Das wird schon echt lang, das Video. 83x2. Oh, war das Polen? War das Polen? Tschechien und Ford, okay. Back. Back. Oh. Schlechte Pack, würde ich sagen. So, jetzt ziehen wir noch runter bis auf 75 Packs. Also eigentlich bis auf 74. Zwei Stück machen wir noch. Und dann gehen wir rein in die Weekend League, Leute. Das Video wird ja so schon ganz schön lang, ne? Ja, wirklich jetzt. So, mal ein Jumbo hier. Tauschbar. Auch nix. Ich weiß ja nicht, was kommt. Ich sage einfach auch nichts. Sag einfach. Groß. Der gute Downy. Ah, 5000, oder? 6? Nee, 4. 4 nur noch. Ach du Scheiße. Letzte Pack. Und dann geht's ab zur Weekend League, Leute. Die anderen Packs machen wir dann morgen. Also wir machen natürlich die ganze Woche jetzt immer Packs, ne? Weil, wie gesagt, ich brauche den Van Dijk noch. Sag jetzt einfach mal so, dass ich den Van Dijk noch brauche. Lass uns Weekend League spielen. So, ich bin auf jeden Fall gespannt, was hier passiert. Wir haben erstmal gleich Zico rausgenommen und haben dafür erstmal gleich McAllister in die Hauen. Was habe ich nein gemacht? Nein, was habe ich? Warum schieße ich denn da nicht? Ey, das hatte ich in der Qualifikation, hatte ich das auch schon gehabt ein paar Mal, ne? Dass ich denn immer nicht schieße, ey. Stehe ich immer nicht. Warum mache ich das denn? Warum muss ich da immer noch querpassen? Gegen Baum. Einfach so. Ja, nehme ich gerne mit den Elfmeter. Spiele ich eigentlich wieder mit Orban oder habe ich das jetzt schon umgestellt? Ich weiß ja nicht. Hey, wir schießen mit Orban. Ja, dann schießen wir halt mit Orban, ist ja halt. Er kann ja auch schießen, ne? Mit seinen 70 Schuss. Oder? Guck mal kurz. 45! 45 habe ich da gerade gesehen, tatsächlich. Bing bong. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Also ich konnte auch nicht so richtig irgendwie was machen. Das sah voll komisch aus gerade. Und er hat auch irgendwie ein Problem gehabt. Er konnte auch nichts machen. Guckt euch das doch mal an. Was spiele ich denn hier für einen Kack zusammen, Alter? Das ist völlig unnötig. So muss halt. Bin ich spielt. Und tschüss. So schnell ging das? Tatsächlich? Tatsächlich. Habe ich mich vertan? Ja. Ist nicht so schlimm. Ja. Jawohl, Junge.
Junge! Jawohl, Junge! Aber nicht so gut. Ach, hör doch auf. Mann, ey, mach doch einfach das Ding rein und dann ist gut. Hätten gleich mal durchschießen sollen. Ja. Ich stehe schon im 5 Meter rum, da wollte ich dann den nochmal querlegen, ja. Aber manchmal muss man das einfach machen. Ist doch passiert, ey. Mann, ich schieb doch schon den Torwart drüber, Alter. Der hässliche Arbeits, Alter, der soll sich mal verpissen. Mann, ey, wie kann man denn so ein Tor schießen? Ich verstehe das ja nicht. Ich schieße auch nicht so eine Assi-Tore. Auch so ein Assi-Tor geschossen. Oh, Schweinehaft, richtig Schweinehaft, Alter. Hol gleich den Torwart raus hier. Oh, letzter Angriff. Habt ihr gesagt, für irgendwas ist Halle ja gut. War ja ganz gut, dass ich den gemacht habe. Gut, Leute, damit können wir das beenden. Ich hoffe, das Pack-Opening hat euch Spaß gemacht. Ein bisschen was von der Weekend League habt ihr auch noch gesehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder im Wachtet, Dude.